En los últimos años, cuidar de nuestra salud mental se ha convertido en un tema muy importante, ya que gracias a ello podemos alcanzar un equilibrio en beneficio de nuestro quehacer diario. Para algunos, el ejercicio o la meditación han servido como vínculos para conectarlos con sus pensamientos, pero hay quienes deciden utilizar algo más extremo, como el nado libre a profundidad, para conectar el cuerpo con la naturaleza. Das Besondere am Freitauchen, Apnoe-Tauchen, ist, dass man eben so ganz auf sich alleine gestellt ist. Es ist wirklich die Auseinandersetzung mit der Natur und mit sich selber. Vielleicht im ultimativen, in der letzten Konsequenz. Körper merkt, oha, wir sind unter Wasser, ich kann jetzt hier nicht atmen, das bedeutet, ich muss Sauerstoff sparen, wenn ich überleben will. Als erstes fährt mal der Puls ganz, ganz runter, die Herzfrequenz wird immer langsamer, der Stoffwechsel fährt runter, es wird weniger Energie verbraucht. Alles ist darauf ausgelegt, Sauerstoff zu sparen und möglichst mich am Leben zu erhalten. Unser größtes Risiko ist die Ohnmacht. Das heißt, wenn man die Luft anhält, egal wie, kann man immer ohnmächtig werden. Das Dumme ist aber, wenn man im Wasser ist und ohnmächtig wird und einen dann keiner rausholt, ertrinkt man. Wir sichern uns immer gegenseitig. Für mich die schönste Disziplin, das Tieftauchen mit der Monoflosse. Und da bin ich 81 Meter tief getaucht 2013. Und ich würde einfach gerne da mal wieder rankommen und mal gucken, ob ich vielleicht einen Meter vorwärts kommen kann. Das wäre sehr, sehr schön.